Ich werd bekloppt. Was hast du raus? Rolltreppe. 8000 Euro reicher. Matthias. Scheiße, das Klo ging hart. Ich muss ganz kurz noch dazu sagen, es gab jemanden, der hieß Pavel am Sonntag, der hat so ein bisschen Spaß gemacht. Wenn Sie jetzt den Text hören, dann können Sie ungefähr checken, was da passiert ist an diesem Sonntag. Und habe ich hier Halt drauf? Sehr gut. Musik natürlich auch sehr laut, bitte, damit ich hier... So, Achtung. Clothing Heart hat einen Text gemacht und jetzt geht's los, bitte. Yeah. Ja, wo ist er denn? Lauter, lauter. Noch lauter? Noch lauter? Ich brauche richtig Sound hier unten. Noch, noch, noch! Gib alles da oben! Yeah! So, Achtung. Ich muss genau gucken hier, dass ich das auch richtig mache. Pavel, mein Freund. So, Achtung. Ladies and Gentlemen. Jetzt komme ich, oder? Komme ich jetzt? Spät in der Nacht, du im Schlafe liegst, ganz unbedacht, dich in Träumen wiegst. Schrill das Telefon, dich aus deinem Bett. Wer ist bloß dran? Ach, neun Live-Finette. Ich bin so müd, taumel noch im Schlaf. Ich zählte schon hier und da ein Schaf. Was wollen die von mir nur um diese Zeit? Ich hör mal zu, nun ich bin bereit. Hallo hier, hab ich Pavel dran. Ich zog dich grad, bist der Gewinnermann. Willst du mit mir spielen um dein großes Glück? Wach endlich auf, kannst nicht mehr zurück. So, jetzt muss ich sprechen. Pavel, sag doch selbst, was wirst du anfangen mit deinem Gewinn, der dir jetzt so unverhofft widerfahren wird? Damit kannst du schön feiern gehen, irgendwie mit Freunden oder mit Freundinnen. Hast du eine Freundin? Nein? Aber vielleicht kommt ja noch was. Man weiß ja nie, Pavel. Ja? Alles okay bei dir, Pavel? Musst du auf Toilette? Was? Musst du wirklich Pipi? Schon die ganze Zeit? Pavel, danke fürs Mitspielen. Der Pavel geht, allein bleib ich zurück. Hat Spaß gemacht, verteile gern das Glück. Doch wie jede Nacht ist jetzt endlich Schluss. Ich muss nun gehen, weil ich Pipi machen muss. Der Pavel sagt, ich bin ein Powermann. Ach so, ja, ist schon falsch. Ja, Pavel lüge nicht. So, also, das war der Pavel-Song hier bei unserem, bei unserer Pavel-Woche. Ja, gesungen, ja, von einem, der es nicht kann. Und geschrieben, Songtext, Clothing Heart. Liebe Grüße an Clothing Heart, vielen Dank dafür. Und liebe Grüße auch an Pavel, ohne dem das alles natürlich nicht möglich geworden wäre. Pavel war jemand, der so ein bisschen, ja, vielleicht haben Sie es im Text gehört, war so ein bisschen so müde schon. Ja, der hat es nicht so ganz gecheckt, dass es jetzt wirklich um viel, viel Geld geht. Und wusste auch, hat auch gleich gesagt, das gewinne ich eh nicht. Ja, diese 100.000 Euro brauche ich gar nicht spielen. Was muss ich machen? Welchen Umschlag muss ich ziehen? Was muss ich machen? Mach doch mal einen Fernseher an. Ja, mein Fernseher ist unten. Und dann hat das Programm nicht gefunden und. Also, Riesenhektik, macht ja nichts. Also, das war's hier heute Abend bei Planet. War eine schwere Geburt. Und jetzt haben wir trotzdem noch die 8.000 Euro rausgekloppt.
Pavel hat es leider nicht getroffen, aber Sie können sich übrigens diesen Text runterladen, ja? Aber Copyright liegt bei mir. So, ich werde das jetzt eins packen. Decke ich mir schön ein. Sollte Pavel zuschauen. Pavel, melde dich mal bitte unter www.maxschradin.de. Ja? Schreib mir bitte eine E-Mail. Falls Pavel nicht weiß, was ein Internet ist, frag mal deinen Freund. Deine Eltern. So. Und dann bitte eine Mail schreiben. Ich möchte gerne Pavel hier als Gast einladen. Also, morgen ist erstmal meine letzte Sendung, da habe ich 4 Wochen frei. Und bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei meiner Kamera, bei meiner Maske, bei meiner Requisite, bei Gitti, die hier immer den Ton so toll macht. Und bleiben Sie uns treu. Bis morgen. Tschüss. Greystone FM.